für uns beide spricht, für Thomas und mich. Wir freuen uns total, hier zu sein, wie schon gesagt, dass Christina uns cool genug findet, uns hier in ihre Berliner Community mit einzuladen. Freut mich total. Ich bin super gespannt und ja, hallo erstmal. Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich natürlich auch. Dann würde ich mal sagen, ich teile unsere Slides. Könnt ihr die jetzt sehen? Wir sehen noch Martins Slides. Warte, jetzt? Perfekt. Ja, Ja, passt. 10:38 Uhr. Los geht's. Heute 10:38 Uhr. Ich war auch dabei, diesen wunderbaren Vortrag von Martin und dachte mir, warum nutze ich nicht genau das als Überleitung oder Einleitung in unseren Vortrag? Weil was Martin gesagt hat, heute, es war genau um 10:38 Uhr, war dieses Leiter. Ich habe dann eben schnell mal einen Screenshot gemacht, weil ich dachte, perfekte Einleitung für das, was wir erzählen. Martin sagte, lasse deine Mitarbeiter eigene Fehler machen. Jetzt haben wir, wie viel ist es jetzt? 14:02 Uhr und Thomas und ich sagen, vermeidet Fehler und scheitert oft, so oft wie möglich sogar, und redet richtig viel darüber. Das heißt, wir haben hier ein bisschen eine andere Betrachtung und eigentlich aber auch genau die gleiche wie Martin. Und was das genau heißt, werden wir euch in den nächsten 45 Minuten erzählen. Versuchen wir auch noch ein bisschen Raum und Zeit für Fragen zu lassen. Aber bevor wir direkt einsteigen in das, was wir euch heute mitbringen, vielleicht ein paar Worte erstmal zu uns. Thomas, magst du anfangen? Ja, hallo zusammen. Freue mich, dass wir heute hier sind. Ich bin Thomas. Ich bin, wie wir schon gehört haben, Teil aus dem Transformation Team bei Eva, bei Join. Dort als Transformation und Agile Coach aktiv. Bin Bergenthusiast in meiner Freizeit. Also jede freie Minute verbringe ich in den Bergen, was man später auch in den Folien noch ein bisschen sehen wird. Und habe eine Leidenschaft für das Thema Failure Culture, Failure Kultur, wie auch immer man es nennen möchte, habe dazu auch schon mal ein Startup gegründet und insofern ja, beschäftige ich mich mit dem Thema schon länger und freue mich da heute ein bisschen was mitzubringen. Und ich freue mich auch total, dass Thomas heute mit dabei ist. Ich bin Eva, das glaube ich, habt ihr jetzt auch schon mehrfach gehört. Mit Thomas zusammen, wir machen die agile Organisationsentwicklung bei Join, unser Team. Wir heißen Organizational Design and Culture. Würde mich selber in der Rolle Enterprise Agile Coach beschreiben. Das heißt, meine Tätigkeit bezieht sich hauptsächlich auf Transformation und Führung. Mache das eben bei Join hauptsächlich festangestellt, habe aber auch so kleinere freiberufliche Projekte immer mal wieder, unter anderem zum Beispiel mit der Christina. Und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt auch schon so sagen darf, aber es ist einfach so aufregend, deswegen sage ich es. Und Christina, ich und noch ein gemeinsamer Kollege, wir haben gerade, sind gerade dabei, auch noch ein Startup zu gründen. Genau, so viel erstmal zu mir und dann würde ich sagen, steigen wir aber direkt mal ein. Was wir ja gesagt haben, ist, vermeidet Fehler, scheitert viel. Ich habe mal überlegt, wann war denn für mich der erste Moment, in dem ich in meiner Tätigkeit als agiler Coach, das mache ich jetzt auch schon seit fast 8 Jahren, auf dieses Thema Fehlerkultur oder Failure Culture gekommen bin. Und am Anfang war das tatsächlich Failure Culture, also oder Culture of Failure, so ganz viel aus dem englischsprachigen Bereich. Was wir aber im Englischen ganz oft haben, ist, dass Begriffe eher fuzzy sind, also dass die nicht so konkret sind wie im Deutschen. Das heißt zum Beispiel unter Failure würde man das jetzt mal googeln, was heißt denn eigentlich Failure, würde man so Definitionen finden von Lack of Success, das Ziel nicht erreicht, ein Error, ein Fehler. Also es ist so ein bisschen Scheitern und Fehler und Misserfolge, alles in diesem fuzzy Word Failure. Im Deutschen haben wir aber dann eine viel detailliertere Möglichkeit, das zu formulieren. Und genau das finden wir total wichtig, zu unterscheiden, wenn wir über Failure Culture sprechen, zwischen Fehler und Scheitern. Beides ist total wichtig. Unser Verständnis von Failure Culture ist ein positives Klima, in dem die Angst vom Fehlermachen abgebaut wird und das produktive Potenzial von Misserfolgen gefördert wird. Jetzt lasst uns doch mal reinschauen, was genau sind Fehler aus unserem Verständnis und was ist ein Scheitern aus unserem Verständnis.
Wenn wir über Scheitern sprechen, dann ist das für uns, und das sagt sogar auch Wikipedia, wenn man das mal eingibt, was ist denn Scheitern eigentlich, dann kommt da ganz viel rauf, so ein angestrebtes Ziel nicht erreichen. Ich nenne es gerne auch ein Misserfolg. Also ich habe ein Ziel, ich habe eine Vornehmung, ich habe ein Ziel, das möchte ich erreichen mit dem, was ich tue, und jetzt habe ich das verfehlt. Fehler hingegen sind, etwas falsch zu machen, etwas, was vom Richtigen abweicht, eine Unrichtigkeit, eine irrtümliche Entscheidung, einen Fehlgriff. Ich verstehe im Übrigen nicht, warum hier bei ähnlich und ein dicker Hund steht, was das mit einem Fehler zu tun hat, aber es scheint auch irgendwie falsch zu sein. Als kleiner Hinweis. Genau. Vielleicht mal ganz konkrete Beispiele für was ist denn ein Fehler, weil wir sagen, ein Fehler gilt es eigentlich auch in der Arbeitswelt zu vermeiden, ob jetzt als Führungskraft oder agiler Coach. Ich bin ja in dieser Doppelrolle unterwegs seit ein paar Jahren, was ganz spannend ist. Und finde aber, dieses Thema ist für Führungskräfte und agile Coaches gleich wichtig. So, was ist denn jetzt zum Beispiel ein Fehler aus meiner Welt, den ich oft mal erlebe, wo ich mir denke, eigentlich ist das was, was wir unbedingt vermeiden müssen. Einer dieser Fehler ist, wir haben in Terminen, die wir gemeinsam haben, oftmals sowas wie Pre-Reads. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist, glaube ich, sowas, was ganz stark aus dieser Google-Culture mit rüber gespült wurde. Pre-Reads ist was, was man vor den Terminen einfach liest. Da nimmt sich jeder irgendwie 10 Minuten vorher Zeit und liest sich mal durch ein Dokument, um den Kontext für alle in diesem Termin setzen. Nun ist es aber so, dass das gar nicht jeder liest. Also alle sagen, ja, lass uns Pre-Reads machen, dann kommen wir alle in den Raum, können direkt mit der Diskussion starten und sind viel schneller. Viele machen das gar nicht. Das ist für mich ein Fehler, den wir vermeiden können und den wir auch vermeiden wollen. Während ein Scheitern, was ganz anderes ist, ist zum Beispiel, wir probieren etwas aus oder wir haben eine Tätigkeit, wir machen was, um was Bestimmtes zu erreichen. Ich in meiner Rolle zum Beispiel, wenn ich einen Workshop gebe für unser Leadership-Team und mir eine Methodik überlege und den Outcome, den wir wollten, zum Beispiel, ja, wir wollen die Sense of Unity ein bisschen stärken in diesem Team, wir wollen mehr zusammenwachsen und am Ende sind die viel zerstrittener, als sie vorher überhaupt waren, dann ist es für mich ein Scheitern. Dann ist der Weg, den ich, um dieses Ziel zu erreichen, gewählt habe, nicht der richtige. Jetzt muss ich mir das anschauen und daraus lernen. Aber lasst uns jetzt mal bei den Fehlern bleiben und da ein bisschen einsteigen. Weil wie können wir denn jetzt Fehler vermeiden? Eine Möglichkeit wäre jetzt zu sagen, als Führungskraft zu seinem Team, ey, macht mir bloß keine Fehler, Tippfehler, Bugs, die vermeidbar sind oder das, was ich geschrieben habe mit dem, gerade beschrieben habe mit den Pre-Reads oder ist uns jetzt am Wochenende passiert mit unserem Startup, schreiben unser erstes Angebot, Zahlen direkt falsch drin. Das sind Fehler, die auf jeden Fall vermieden werden sollten. Was aber nicht funktioniert ist, jetzt zu sagen, mach bloß keinen Fehler. Warum eigentlich nicht? Und zwar ist es so, ich mache mal einen ganz kleinen Ausflug in, wie unsere Gehirne eigentlich ticken. Es ist so, dass ein Stress, der entsteht, aktiviert was in unserem Gehirn. Wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, wir würden vor einem wilden, gefährlichen Tier wie einem Tiger stehen. Ich glaube, das ist den wenigsten von uns schon mal passiert, aber ähnliche Situationen, die Ähnliches auslösen. Und zwar ist es so, dass Stress entwicklungsgeschichtlich alte Strukturen des Hirnstamms in unserem Gehirn erweckt. Und das löst die höchste Alarmstufe auf. Das sympathische Nervensystem regt dann den Kreislauf an, beschleunigt die Atmung und bestimmte Hormone werden ausgeschüttet. Unter anderem zum Beispiel Cortisol. Das heißt, in anderen Worten, unser Überlebensinstinkt wird aktiviert. Und der Körper, der wird auf Flucht, Angriff oder Freeze, also Einfrieren, vorbereitet. Das heißt, der Körper ist nicht auf, okay, ich konzentriere mich jetzt, ich bin fokussiert darauf, keine Fehler zu machen, vorbereitet, sondern alles, was um Denken und Überlegtsein geht, ist jetzt erstmal deaktiviert, jetzt geht es um Geschwindigkeit. Das Problem ist, dass genau diese Sache nicht nur durch Tiger ausgelöst wird, sondern eben auch durch so bedrohliche Aussagen von dem Vorgesetzten, wie zum Beispiel, mach jetzt bloß keine Fehler, jetzt keine Fehler machen. Oder Provokationen durch Konkurrenz unter Kollegen, durch abweisenden oder abschätzigen Umgang. Das löst das aus. Das heißt, durch so eine Aussage werden wir nicht dafür sorgen können, dass wir keine Fehler machen. Unsere Gehirne navigieren unsere Umwelt nicht nur durch das Vermeiden von Bedrohungen, sondern auch dadurch, dass sie Belohnungen suchen.
Was heißt das denn? Und zwar, wenn wir jetzt statt dem Tiger so eine ultrasüße Katze sehen wie diese, löst das bei den meisten Menschen positive Emotionen aus. Das ist ganz wunderbar, weil positive Emotionen, die aktivieren psychologische und soziale Ressourcen in unserem Gehirn. Das ist so, dass durch diese positiven Emotionen, positives Erlebnis, wird Dopamin ausgeschüttet. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Experten, der das noch viel besser erklären kann als ich. Dopamin ist ein Botenstoff. Und zwar so einer, also wie der Name schon sagt, ist es ein Bote, der Informationen von einem zum anderen Ende im Gehirn bringt. Aber hauptsächlich halt die guten, was eigentlich ganz nett ist. Und deswegen mögen wir Dopamin so gerne. Und Dopamin sorgt dafür, dass wir deutlich leistungsfähiger sind, dass wir viel offener sind und unsere Ressourcen deutlich aktiviert sind. Das kann jetzt auch durch andere Dinge passieren, wie durch so ein süßes Katzenbild oder ein Erfolgserlebnis, dann ein positives Feedback, ein Lob. Wenn ich selbst feststelle, so ein Selbsterfolgsgefühl, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe was verbessert, das Gefühl von Gemeinschaft und Vertrauen, das alles löst diese Stärke in uns aus und hilft uns eigentlich dann wirklich dabei, Fehler zu vermeiden. Das heißt jetzt nicht, dass wir als Führungskräfte oder Coaches Fehler komplett ignorieren sollen und einfach nicht darauf hinweisen, sondern obwohl wir sehen, da wurde ein Fehler gemacht. Das heißt aber, es ist die Art und Weise, um die es geht. Und deshalb geht aus meiner Perspektive ganz, ganz viel um eine Haltung als Führungskraft. Also wer bin ich denn als Führungskraft? Und welche Intention habe ich, wenn ich auf Fehler hinweise? Und da sehr, sehr bewusst zu sein und das ganz bewusst zu demonstrieren, finde ich wichtig. Ein Beispiel ist, dass ich in meiner Rolle als Führungskraft finde es total wichtig, den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mitzugeben, meine Rolle, meine Intention ist, für dich da zu sein, dich dahin zu entwickeln, deine Stütze zu sein. Ich finde auch den Begriff Führungskraft eigentlich völligen Quatsch, weil ich stehe nicht vor der Person, sondern dahinter. Also ich bin dein sicheres Netz. Mein Ziel ist, dass du glänzest, dass dich alle super finden, dass du den größten Impact in dieser Organisation hast. Deshalb bin ich hier. Und wenn ich dich auf einen Fehler hinweise, dann ist es genau dafür da, um dich dahin zu bekommen. Und das schafft dann auch ein ganz anderes Gefühl in diesem darauf hinweisen, dass es hier einen Fehler gibt. Genau. Das ganze Konzept, was ich jetzt gerade mit dem Gehirn erzählt habe und mit dem Dopamin, das nennt sich auch zusammengefasst psychologische Sicherheit. Das hat auch Martin vorher schon erwähnt, was ich sehr gut finde. Das heißt, eigentlich meinen wir, also sind wir ja schon der gleichen Meinung, nur dass wir eben ein bisschen granularer unterscheiden zwischen Fehlern und Scheitern. Und diese Unterscheidung wird euch Thomas nachher auch noch ein bisschen mehr im Detail erklären. Psychologische Sicherheit heißt einfach, ich habe das Gefühl, ich weiß, ich habe die Wahrnehmung, dass ich Fehler machen kann und darüber reden kann, dass ich Ideen, Gedanken einfach teilen kann, ohne irgendwelche Konsequenzen oder ein Auslachen oder lächerlich gemacht werden befürchten muss. So, wenn wir jetzt selbst als Führungskraft oder agiler Coach in der Rolle sind, dass wir Fehler machen oder scheitern, ist es besonders wichtig, Verantwortung dafür zu tragen. Ich schätze jetzt mal, dass einige von euch schon diesen Prozess von Verantwortung tragen kennen. Verantwortungsvollen Umgang mit Fehlern und auch Scheitern. Ich möchte ihn ganz kurz nochmal erklären, weil das total wichtig ist, wenn uns jetzt selbst ein Fehler passiert oder wir scheitern. Wir sprechen ja ganz oft von Lead by Example. Ich finde auch Coach by Example passt genauso gut, weil beides hat ja einen sehr ähnlichen Anspruch, zumindest aus meiner Perspektive. Der erste Schritt, wenn mir ein Fehler passiert, und wir können ganz einfach dieses Beispiel, das ich gerade im Kopf habe, weil es das Sonntag unterlaufen ist, mit diesem, wir schicken ein Angebot raus, und da ist ein Rechenfehler drin. Das Einfachste wäre, das irgendwie wegzuleugnen, einfach so tun, als wäre das nicht da. Das Zweite ist, eine Beschuldigung zu suchen. Die Beschuldigung, da kann man dann jetzt sagen, Mensch, da hätte irgendjemand anders drauf schauen müssen, das war jetzt nicht meine Verantwortung, nicht ich bin dafür zuständig, also den Fehler bei jemand anderem zu suchen. Die dritte Stufe wäre rechtfertigen, also mit Ausreden die Umstände verantwortlich machen. Und vor allem, das ist ein sehr gängiges Muster bei Fehlern, dass wir dann versuchen, externe Gründe zu finden. Ich war total überarbeitet, hatte Kopfweh, was auch immer, viel zu tun. Aber auch das ist noch kein Verantwortung tragen.
die nächste Stufe, und da geht es schon eher in den Bereich, in dem ich selbst mich verantwortlich fühle oder mich in einer gewissen Verantwortung sehe, ist, dass ich die Schuld auf mich selbst lege und Scham empfinde. Ist mir jetzt total peinlich, dass das passiert ist, dass wir dieses Angebot rausgeschickt haben. Und die Stufe danach ist ein Aufgeben, dass ich sage, Exit, krass, schaffe ich nicht, kriege ich nicht hin, nicht mal das schaffe ich, mache ich nie wieder. So, dann ziehe ich mich da komplett raus. Dann gibt es noch die Verpflichtung, aber Verpflichtung heißt, dass ich obligatorisch das tue, was ich tun muss, statt zu tun, was ich will. Das heißt, ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt korrigieren, bin aber selbst nicht davon überzeugt. Verpflichtung hingegen ist, dass ich ohne das, das ist meins, ich möchte das korrigieren und ich möchte dafür auch die Verantwortung tragen. Und genau das ist eine Haltung und das ist ein Vorgehen, das wir als Führungskräfte und agile Coaches sehr, sehr stark leben müssen, wenn es Fehler und Scheitern betrifft. Und wie gesagt, gilt für Scheitern und Fehler und für Scheitern habe ich eigentlich auch noch eine ganz interessante Geschichte eines Scheiterns, das ich selber erlebt habe in meiner Tätigkeit. Weil Scheitern gibt uns immer wieder die Möglichkeit, aus dem, was wir tun, zu lernen. Und ich habe vorher schon gesagt, wir beschreiben Scheitern als ich habe ein Ziel und das habe ich einfach, das habe ich verfehlt. Das ist eine kleine Geschichte aus meiner beruflichen Tätigkeit. Das war in einem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, in dem es so ein ganz klassisches Bonussystem gab. Das heißt, der Bonus war an Arbeitsergebnis, an Performance-Ziele geknüpft. Ich glaube, viele von euch wissen, dass das ein dysfunktionales System ist. Also so eine extrinsische Motivation zu setzen, das ist durch mehrere Studien bewiesen und auch durch verschiedene psychologische Konzepte belegt, dass das nicht funktioniert. So, das war also ich habe in diesem Unternehmen gearbeitet und mein Ziel war natürlich, das müssen wir abschaffen. Dafür bin ich da, um das abzuschaffen. Schritt 1 war, ich packe das einfach mal mit auf unsere Transformation Roadmap und sage, der nächste Schritt ist, dass wir das umkrempeln und abschaffen. Bin dann eben zu der Geschäftsführung gegangen und hatte das in dieser Roadmap vorgestellt. Ist leider kläglich gescheitert, weil der Geschäftsführung war es deutlich wichtiger, dass wir High Performer entsprechend belohnen können. So, das heißt, der Weg, den ich gewählt hatte, hatte nicht zu einem Erfolg geführt. Jetzt hätte ich natürlich aufgeben können oder das erstmal fallen lassen können. Ich habe aber weitergemacht. Ich habe mal geguckt, was war jetzt der Fehler und habe rausgelesen, was diese Führungskräfte in dem Moment gebraucht hätten, wäre ein alternativer Plan. Das hat denen gefehlt. Wie können wir jetzt trotzdem dafür sorgen, dass wir unsere sogenannten High-Performer behalten können? Das heißt, ich habe im nächsten Schritt erstmal jede Menge Studien gesammelt und auch verschiedene Lösungsvorschläge gebracht und bin in Einzelgespräche gegangen mit den jeweiligen Beteiligten aus der Geschäftsführung. Auch das hat also ich habe das relativ oft gemacht, muss ich dazu sagen, irgendwann waren die auch total genervt von mir und waren immer noch nicht offen dafür. Hat also immer noch nicht funktioniert. Ich bin wieder komplett gefailt, komplett gescheitert in meiner Rolle als Coach. Die nächste Stufe, die ich dann gemacht habe, immer noch nicht aufgegeben ist, ich habe einfach mal jede Menge von unseren Kollegen befragt, von Mitarbeitern befragt, hey, was denkst du denn dazu, wie findest du das? Habe jede Menge Zitate gesammelt und das einfach mal auf 3 Seiten zusammengeschrieben und an die Geschäftsführung geschickt. Und zwar zeitlich so gewählt, dass das direkt vor einem Offsite war, dass die gemeinsam am nächsten Tag hatten. Und wunderbarerweise hatte das funktioniert. Am nächsten Morgen haben die mir geschrieben, hey, ja, vielen Dank, dass du uns das gestern Abend nochmal geschickt hast. Wir haben uns das tatsächlich kurz besprochen und lass uns doch zusammensetzen und Plan machen, wie wir das abschaffen. Das heißt, ich konnte durch dieses immer wieder Scheitern in meiner Rolle daraus lernen und habe immer wieder neue Wege ausprobiert, um sowas zu schaffen. Und deswegen ist Scheitern so wichtig, um daraus zu lernen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum beschäftigen sich vor allem Führungskräfte so sehr mit Scheitern? Warum ist es für uns so unglaublich wichtig, Führungskräfte und agile Coaches? Ich habe schon gesagt, für mich ist auch ein agiles Coaching eine Leadership-Rolle mit einer gewissen Führungsverantwortung. Und ich würde euch jetzt mal gerne bitten, denkt mal darüber nach, versucht mal gedanklich diesen Satz zu vervollständigen. Ich weiß, jemand ist ein Leader, wenn. Was auch immer jetzt euch gerade in den Sinn kommt, schreibt das einfach mal in den Chat. Ich weiß, jemand ist ein guter Leader, wenn.
Menschen der Person folgen. Cool. Er Fehler eingestellen kann. Er sich gut um seine Mitarbeitenden kümmert, zuhören und ermutigen, sein Team gut funktioniert, als gutes Beispiel vorangehen, ihm gerne folgen, vorleben, was einfordert, Mitarbeitende Vertrauen der Führungskraft, Missstände offen und erlebnisoffen angesprochen werden, er mir zuhört, das Beste aus mir herausholt, inspiriert, Visionen hat und die vermitteln kann, Verantwortung für die Fails der Teammitglieder übernimmt, wertschätzend ist, konsequent ist, wunderbar, richtig tolle Sachen kommen mir, Person des Vertrauens, super. Die meisten Sachen, die ihr hier schreibt, man ihm, ihr folgen möchte, für Klarheit sorgt, eine Vision hat, gehen so in diese Authentizität, gehen in Offenheit rein, gehen in Kompetenz. Und all das mündet eigentlich in Glaubwürdigkeit oder im Englischen Credibility. Glaubwürdigkeit ist die Basis für gute Führung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe hier oben auch gelesen, er Ziele, Visionen rüberbringen kann, ist unglaublich wichtig, ist auch eines der wichtigen Skills von einer guten Führungskraft. Das Problem ist, wenn eine Führungskraft nicht glaubwürdig ist, dann kann die Vision noch so groß und stark sein, dann wird die anderen Menschen nicht dazu inspirieren, zu folgen und mitzugehen. Das heißt, Glaubwürdigkeit ist die wichtigste Basis für Führung. Vielleicht ein bisschen schnell. Und das ist auch was eigentlich evidenzbasiert ist, und zwar aus 30 Jahren Führungsforschung. Ich glaube, es gibt bestimmt einige unter euch, die dieses Buch kennen, The Leadership Challenge. Wenn nicht, ich kann es wärmstens empfehlen. Die seit 30 Jahren, ich glaube, es ist schon die 7. Auflage davon, seit 30 Jahren wird hier geforscht, was ist eigentlich gute Führung? Was braucht man denn, um eine gute Führungskraft zu sein? Und was sie herausgefunden haben in diesen 30 Jahren, ist eben wirklich, Glaubwürdigkeit ist das Allerwichtigste, ist das Fundament von Führung. Wenn wir jetzt mal anschauen, was ist denn eigentlich Glaubwürdigkeit, was sagt das? Glaubwürdigkeit ist ein Maß der Bereitschaft des Adressaten, die Aussage einer anderen Person als gültig zu akzeptieren. Erst im Weiteren wird der Person und ihren Handlungen Glauben geschenkt. Und wenn wir mal gucken, was gibt es denn noch für Alternativen laut Duden für Glaubwürdigkeit, dann ist es Authentizität und Sicherheit. Das heißt, wir glauben ganz fest daran, dass die Glaubwürdigkeit, das heißt das eigentliche Fundament für gute Führung, durch Fehler machen, durch Imperfektion und durch Vulnerabilität erst geschafft wird. Deswegen ist es für uns als Führungskräfte und agile Coaches, die wir doch wollen, dass wir auf Gehör stülpen, dass Leute uns zuhören, uns einbeziehen, uns folgen, ist es so wichtig, Fehler offen zu zeigen, unsere Fehler offen zu zeigen, unser Scheitern offen zu zeigen, unsere Imperfektionen und Verletzlichkeit zu zeigen, um diese Glaubwürdigkeit als die Basis für Führung herzustellen. Und warum genau das für uns bei Join so wichtig ist und wie wir versuchen, genau diese Kultur zu erreichen, also nochmal viel, viel konkreter als das, was ich jetzt auf einer Metaebene erzählt habe, das wird Thomas jetzt sagen. Aber bevor ich das Wort dir rüberschmeiße, Thomas, möchte ich noch ganz kurz was zu Join sagen. Das habe ich nämlich am Anfang kurz verpasst. Für die Join nicht kennen. Das, was jetzt kommt, ist sehr Join-spezifisch. Join ist ein Streaming-Service und es gibt es seit Juni 2019. Hinter Join stecken zwei Shareholder, das ist einmal Discovery und ProSiebenSat.1. Wir sind mittlerweile 300 Mitarbeitende und unser Ziel ist es eben, diesen breiten Entertainment-Markt, für ganz viele Entertainment-Anbieter, in einer Application zu vereinen, die auf sämtlichen Plattformen verfügbar ist. Das heißt, wir haben einmal Video on Demand, aber wir haben auch Live-TV und haben ein Freemium-Modell. Das heißt, du kannst einfach auf Join kommen und Content anschauen, auch Live-TV schauen und bekommst dann einfach Werbung angezeigt oder alternativ eben ein Premium-Subscription-Modell mit noch mehr Content und etwas weniger Werbung. So, und jetzt möchte ich sehr gerne an dich, Thomas, übergeben. Nach dem kurzen Werbeblock. Ich würde dann meine Präsentation teilen, dann kann ich klicken, eine Sekunde.
Ich darf euch kurz einen Einblick in unsere Reise geben, auf der wir uns aktuell befinden, hinzu in genau dieser Kultur des Scheiterns, die wir versuchen zu implementieren. Und ich möchte es machen anhand von einer Metapher, dass wir uns vorstellen, diese Reise, das ist eine Wanderung. Erstens, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, weil ich das Thema mag, aber auch, weil es einfach so gut passt bei dem Thema, weil dieser Weg nicht immer ein leichter ist, der ist häufig ein bisschen beschwerlich, der ist steinig, der ist anstrengend, aber der geht auch immer nach vorne und bergauf. Und das ist das Schöne. Und wenn wir in der Logik bleiben, dann ist immer die Frage, wofür brauche ich diese Kultur des Scheiterns eigentlich? Und es gibt super viele Wanderungen, sag ich mal, leichte Wanderungen. Das sind dann im Business-Kontext die ausgetretenen Wege oder Wege, auf denen schon sehr, sehr viele unterwegs sind. Business as usual, wir machen die Dinge so, wie wir sie kennen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Dafür brauchen wir, oder in dem Kontext merken wir nicht unbedingt, wenn unsere Kultur des Scheiterns nicht wahnsinnig ausgeprägt oder nicht sehr positiv ist. Wenn wir aber sehr ambitionierte Ziele haben, hoch hinaus wollen, dann reichen diese ausgetretenen Pfade nicht mehr. Dann müssen wir bestimmte Dinge anders machen, sonst kommen wir da nicht hin. Also ich spreche hier vor allem um Innovation. Wenn wir Innovation schaffen wollen, dann können wir nicht einfach nur vor uns hinwandern, sondern dann müssen wir ein paar Dinge anders machen. Und anders machen heißt in dem Kontext vor allem, wir müssen andere Techniken verwenden, wir müssen ein anderes Mindset anlegen und wir müssen auch andere Tools verwenden. In dem Fall würde ich sagen, wir müssen vom Wandern ins Klettern kommen, um wirklich ganz hoch hinauszukommen. Und ja, jetzt würde ich mal starten mit, wo hat unsere Reise eigentlich begonnen? Und ich würde es gerne tun mit einem Video, das die meisten von euch sicherlich schon kennen. Ich fand es trotzdem gut, es nochmal zu zeigen, weil es einfach so wunderbar diese Startsituation bei uns beschreibt, wie das Ganze angefangen hat. Ich hoffe, ihr könnt es hören. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. See, it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. Three is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, if you've learned a lot about leaders. Genau, das ist eigentlich eine ganz gute Kernbotschaft. Es geht nämlich nicht um diesen First Leader, der anfängt damit. Natürlich braucht es den, aber es geht vor allem darum, dass man, wenn man versucht, solche Dinge, solche Prozesse, solche Veränderungen zu starten, dass man das publicly tut, also dass man das sichtbar macht für alle, dass man versucht, Mitstreiter zu gewinnen. Und dafür müssen die Botschaften einfach sein. Dafür muss man einfach als Community zu folgen sein. Und was wir gemacht haben, was ich gemacht habe, ist, ich habe das Thema in vielen verschiedenen Punkten immer mal wieder am Rande berührt. Also als Beispiel, wir haben OKRs ausgerollt innerhalb von Join. Haben damit gearbeitet und man hat in vielen Team-Sessions bei den Reviews gemerkt, so richtig an den Kern geht es nicht ran. Wir reden nicht ganz offen. Wir analysieren auch nicht ganz transparent unsere Failures, wo wir zu kurz gelandet sind, wo wir Ziele nicht erreicht haben. Und haben überlegt, ja, woran liegt das? Das lag einerseits an der Messbarkeit der OKRs, aber noch viel mehr an genau dieser fehlenden
Failure Culture oder Kultur des Scheiterns und habe das dann im All Hands vorgestellt, habe mir mal meine Gedanken gemacht, wie würde ich das Thema angehen wollen, was wären so meine Zielbilder dafür und habe dazu aufgerufen, dass mich mehr Leute dabei joinen und mitmachen. Und das Ergebnis war sehr, sehr positiv. Es haben sich insgesamt 9 Kolleginnen und Kollegen gemeldet. Das sind eine 10er-Gruppe gewesen von Beginn an, die das Thema vorangetrieben hat, die sich überlegt hat, wo wollen wir überhaupt hin? Also zuerst mal die Orientierung, wo stehen wir heute mit dem Thema? Was sind die Probleme, die Ausgangslage? Aber auch, wo wollen wir hin? Das ist, glaube ich, extrem wichtig für so eine Gruppe, ein klares Zielbild vor Augen zu haben und dann auch andere motivieren zu können, auf der Reise dabei zu sein. Und wir haben uns dann folgende Vision als Team gegeben, die wir in den ersten Sessions aufgebaut haben, wo wir gesagt haben, wir wollen dieses Sicherheitsnetz für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin gestalten, sodass man sich sicher fühlt, Risiken einzugehen, sodass man sich sicher fühlt, neue Dinge auszuprobieren und auf diesem Weg gemeinsam lernen zu können. Das war und ist auch heute noch unser Zielbild für diese crossfunktionale Working Group. Und der Status quo war damals, der Ausgangspunkt war, dass wir gesehen haben, innerhalb von einer Mitarbeiterbefragung, die wir dann durchgeführt haben, gesehen haben, dass nur 43%, also nicht mal jeder Zweite, der Meinung war, dass wir Fehler in der Firma offen ansprechen und die auch diskutieren. Stattdessen war eher die Wahrnehmung, wir verstecken da ein bisschen was und wenn es nicht so gut läuft, wird es unter den Teppich gekehrt. Und haben auch in einer der ersten Maßnahmen, unseren Fuck-Up-Lunches, gemerkt, ganz so weit sind wir da noch nicht. Es fühlt sich noch nicht so gut an, über diese Themen zu sprechen. Haben wir daran gesehen, dass sich gerade mal ein Freiwilliger gemeldet hat für die Veranstaltung. Und dort ging es auch in dem Thema nur, in Anführungsstrichen nur, um ein Failure aus der Vergangenheit, was immer ein bisschen einfacher ist und sich sicherer anfühlt, als über aktuelle Dinge zu sprechen mit dem aktuellen Setup und den Leuten, die da vielleicht auch involviert sind. Okay, was dann auch noch wichtig ist zu verstehen, wir haben uns dann erstmal nochmal die Mühe gemacht, besser zu verstehen, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir Failure meinen. Und Eva hat es schon grob erklärt, die Unterscheidung zwischen Scheitern und Fehlern. Aber wir haben es noch weiter aufgebohrt. Wir haben nämlich eigentlich diese Skala genommen, die da unterscheidet zwischen tadelnswert auf der einen Seite, ich weiß, vielleicht ein bisschen polarisierend formuliert, und lobenswert auf der anderen Seite. Aber es steckt dahinter, dass es viele verschiedene Gründe und Ursachen für Failure gibt. Also in dem vermeidbaren Bereich hier sind es zum Beispiel ein bewusstes Abweichen von einer standardisierten Norm, von einer Regel, die aufgestellt ist. Es kann aber auch sein Unaufmerksamkeit, dass man einfach nicht genügend aufgepasst hat oder mangelnde Fähigkeiten auf Seiten der Mitarbeiter, sei das durch fehlendes Training oder einfach Unerfahrenheit. Dann gibt es die Failure und das Scheitern, das durch inhaltliche Challenges ausgelöst wird, also Dinge, die wir einfach nicht zuverlässig wiederkehrend so mit einer gleichen Qualität ausführen können. Und auch Unsicherheit, also Komplexität im Sinne des Umfelds, gerade in Zeiten Digitalisierung, in wandelnder technologischen Fortschritts, wo sich Technologien immer wieder verändern, haben wir diese Unsicherheit permanent und das verursacht auch gewisses Scheitern. Und am ganz äußeren Ende des Failures, das wir suchen, haben wir Hypothesentesting und exploratives Testing. Also da sind wir genau in dem Bereich, den ich vorher erwähnt hatte, im Innovationsbereich, wenn wir Innovationen schaffen wollen und wenig Kenntnis haben, wenig Best Practice vorhanden ist, dann müssen wir uns rantasten. Aber das kennt ihr alles aus eurer Tätigkeit und aus dem agilen Umfeld. Aber ich fand es nochmal wichtig zu verstehen, für jede dieser Maßnahmen oder für jede dieser Bereiche brauchen wir auch unterschiedliche Reaktionen und Antworten. Und da haben wir hier nämlich nochmal die Unterscheidung im vermeidbaren Bereich. Wollen wir mit Dingen unterstützen, wie beispielsweise Trainings, wie Checklisten können hier helfen oder kontinuierliches Lernen sicherzustellen in den Teams. Während beispielsweise im vermeidbaren Bereich Best Practice eine gute Methode ist, regelmäßige Check-ins. Vor allem aus dem Hintergrund, dass man Folgefehler vermeidet, dass man nicht weiter in eine Hypothese investiert, die sich als falsch später herausstellen wird. Und bei den wünschenswerten Failern, da geht es wirklich darum, Experimente zu fahren,
dieses typische Mantra, fail fast and learn, wirklich zu praktizieren und dabei auch immer den Business Impact nicht aus den Augen zu verlieren. Und das war die Struktur, an der wir uns entlang gehangelt haben. Jetzt haben wir gesagt, als ersten Schritt wollen wir ja diese Orientierung haben, wollen wir auch Bewusstsein schaffen innerhalb der Belegschaft für diese Unterscheidung und auch für das Thema Failure und wie wir damit umgehen wollen allgemein. Ich habe es vorher schon erwähnt, die erste Maßnahme waren, wir gründen Fuck-Up-Lunches, wir organisieren Fuck-Up-Lunches, wo wir über Failure und Fehler regelmäßig sprechen, um überhaupt mal die Zielsetzung zu verfolgen, unsere Beziehung in Richtung unseren Umgang mit dieser negativen Emotion mal zu überwinden. Das heißt, wir haben ein Event pro Quartal organisiert, bislang zwei, haben dort immer einen Lernteil, also genau so einen Input, wie ich den gerade in den letzten zwei Slides gegeben habe, wo der Organisation mehr Wissen rund um das Thema Failure Culture vermitteln wollen, haben aber auch externen Input in Form von Gastbeiträgen von anderen Firmen, Keynote-Speakern, was sehr, sehr gut ankommt, und haben als Kernteil der Veranstaltung immer drei Fehler- oder Scheiternsbeispiele aus der Belegschaft, aus den verschiedenen Teams, die wir beim ersten Mal noch ein bisschen mühsamer zusammenbekommen mussten, aber jetzt merken, dass es nach und nach mehr wird an freiwilligen Beiträgen, die sich dort melden, um dort zu berichten und vor allem auch die Learnings zu teilen innerhalb der Organisation. Und um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, vergeben wir dann den Failure Award für den Failure des Quartals. Auch da mag jetzt auf den ersten Blick übertrieben wirken. Failure, das war auch die Reaktion, die wir vom einen oder anderen bekommen haben. Heißt es, wir wollen jetzt jeden Fehler hier feiern und auch noch loben? Nein, das heißt nicht, beziehungsweise ja und nein. Es geht schon darum, um diese negative Einstellung gegenüber Fehlern und Failure zu überwinden, das mal ins Positive komplett umzukehren. Aber es geht auch noch mehr darum, wirklich zu verstehen, was hat funktioniert, also auf allen Seiten. Was funktioniert bei Fehlervermeidung innerhalb von, in Form von Prozessen, in Form von Struktur, und was funktioniert aber auch im Sinne von schnell Learnings zu generieren, da gute Beispiele zu sammeln. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann, diese psychologische Sicherheit zu erzeugen. Und da ist es so, Eva hat es ja vorher schon erklärt, was wir damit meinen. Dieses Gefühl hat man beim Wandern ohnehin. Da geht man auf einem sicheren Weg, man kennt den Weg, es sind viele andere Leute unterwegs, einigermaßen sicher, man fühlt sich da wohl. Wenn man jetzt hoch hinaus will, ist es nicht immer der Fall. Das heißt, beim Bergsteigen, in dem Fall nimmt man sich dann meist einen Bergführer, der einen absichert, der einem den Weg zeigt, der also genau dieses Sicherheitsgefühl für einen erzeugt und einem auf dem Weg hilft. Genau das wollten wir auch machen und haben uns überlegt, wer könnten unsere Bergführer eigentlich sein? Und sind dann ziemlich schnell auf den Gedanken gekommen, das können ja eigentlich nur Führungskräfte sein, weil die in dem Rahmen eine ganz, ganz wichtige Rolle haben. Im Konstrukt ihres Teams, wie wir es vorher oft gehört haben, im ersten Vortrag heute Morgen auch schon, das vorzuleben, selbst Fehler zu machen, genau all das zu machen, dafür braucht sie Vorbilder, aber die müssen auch ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln. Deswegen haben wir dieses Training aufgesetzt und dabei vor allem auf zwei Aspekte uns fokussiert. Nämlich, wir wollten eine Learning Zone erzeugen und die setzt sich aus unserer Überzeugung zusammen aus einmal der Verantwortlichkeit für Leistung, die es geben muss, und auf der anderen, auf der vertikalen Achse, diese psychologische Sicherheit zu erzeugen. Wenn man beides nicht hat, ist man in der Gleichgültigkeitszone. Möchte man natürlich nicht sein. Wenn nur die Verantwortung für Leistung da ist, also eine hohe Accountability, dann ist es eher eine angstgeprägte Zone. Andersrum, wenn nur die psychologische Sicherheit vorhanden ist, so eine Komfortzone, wo sich jeder wohlfühlt, aber eigentlich nichts erreicht wird. Und wir wollen eben genau beides zusammenbringen. Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem Kollaboration und gemeinsames Lernen extrem gefördert wird. Und indem wir aber gleichzeitig auch eine hohe Anforderung an unsere Outcomes setzen. Und das definieren wir dann als Learning Zone. Das ist unser gemeinsames Zielbild, das wir jetzt auch gemeinsam noch weiterentwickeln und in die Umsetzung gehen, gemeinsam mit den Führungskräften. Dazu ist es dann wieder wichtig zu verstehen,
welchen Beitrag können Führungskräfte dazu leisten? Das ist jetzt wirklich schon der Inhalt des Trainings, deswegen möchte ich da nur ganz kurz drauf eingehen, aber einen kleinen Überblick trotzdem geben. Es geht einmal darum, für die Führungskräfte richtig einordnen zu können, in welchem Bereich von Failure wir uns befinden. Es geht darum, die Botschafter denen eine Bühne zu geben und die nicht zu verstecken oder gar zu sanktionieren, wenn über solche Themen gesprochen wird. Es geht darum, eigene Grenzen öffentlich zu machen, Wissenslücken auch zu teilen und sich selbst verletzlich zu zeigen. Es geht darum, offen zu sein und andere zu motivieren, sich an dieser Bewegung zu engagieren und mit teilzuhaben. Und es geht aber auch darum, die Teammitglieder accountable zu halten, weil erst dann, erst wenn ich merke, naja, wir wollen über diese Fehler sprechen und über alles, was nicht funktioniert hat, und das ist auch wirklich wichtig, nur wir tun das in einem Umfeld, das eben sehr offen, konstruktiv und nach vorne gerichtet ausgerichtet ist. Genau das ist das, was Führungskräfte vermitteln sollen und jetzt auch tun. Und dann haben wir natürlich noch den dritten Schritt. Dann standen wir mit unseren Bergführern, mit dem Bewusstsein, wo wir hinwollen, nämlich hoch auf den Gipfel, stehen wir vor dieser großen Wand und wie kommen wir jetzt eigentlich in die Umsetzung? Wie legen wir denn jetzt eigentlich los, war dann die Frage. Und hier sind wir im Moment dabei, das hypothesengetriebene Arbeiten wirklich in den Alltag, ins operative Doing zu bekommen. Da geht es darum, in der ersten Phase, die wir jetzt schon vor ein paar Wochen, letzte Woche gestartet haben, über Lunch and Learn Sessions, den Gedanken zu vermitteln. Also was versteckt sich hinter hypothesengetriebenem Arbeiten? In der zweiten Phase Freiwillige zu finden, die sich darauf einlassen, dieses Arbeiten in ihrem Alltag auszuprobieren und mit einem Projekt es so umzusetzen, gemeinsam mit uns. Und dann, dass wir diese Teams, diese freiwilligen Teams auch begleiten, implementieren und auch coachen, wenn sie auf Widerstände stößen oder wenn es Probleme gibt. Und die Kernbotschaften hier sind im Endeffekt ganz kurz erläutert. Wir wollen weg von der Logik, ich habe eine Idee, daraus wird dann immer ganz, ganz schnell ein Fakt. Ich glaube Folgendes, deswegen machen wir das so. Also um ein Beispiel das mal zu zeigen, ich habe noch nie einen Kunden über den Preis reden hören. Das heißt, der Preis spielt keine Rolle, dann lass uns doch einfach mal den Preis erhöhen. Das ist jetzt stark vereinfacht, aber nichtsdestotrotz gibt es wahnsinnig viele Projekte, glaube ich, in jeder Organisation, die aus einer reinen Idee gestartet und abgefahren werden. Und wir wollen eben zu einem hypothesengetriebenen Ansatz, dass wir uns bewusst sind, dass es am Anfang nur eine Idee ist, die dann zu einer Hypothese umgewandelt werden muss. Also das ist vor allem dieser Bewusstseinswandel, dass wir wissen, es ist aktuell nur eine Annahme, die vertestet werden muss. Dann wird daraus die Grundlage für den Fakt. Die Hypothese wird vertestet und damit be- oder widerlegt. Und dann ist es ein Fakt, auf dem wir aufbauen können und auf dem wir auch skalieren, sowohl in Richtung Produkt als auch in Richtung des Gesamtprojekts. Den Gedanken wollen wir in den Teams vermitteln und auch in konkreten Projekten verwenden. Und dann zu guter Letzt, das sind auch schon die letzten Folien, ist es wichtig, auch Erfolge zu feiern auf dem Weg. Und wir sind zwar noch gar nicht so lange unterwegs, dennoch gab es die Erfolge schon. Aber es ist wie beim Bergsteigen, auch da feiert man Zwischenergebnisse und vor allem, wenn man die ersten Gipfel erreicht hat. Und wir hatten in den ersten zwei Fuck-Up-Lunches einen ROTI-Score, also Return on Time Invest, auf der 5er-Skala von 4,19, was für die wir sonst so haben, bei anderen Workshops wirklich sehr, sehr gut ist. Gleichzeitig bei einer wahnsinnig hohen Teilnahmerate, also 130 von knapp 300 Teilnehmern, also Unique Visitors, insgesamt waren es sogar 180. Das heißt, auch bei einer hohen Beteiligung eine hohe Zufriedenheit. Wir haben 52% der Gäste vom ersten Event kamen beim zweiten auch wieder. Also auch da spricht dafür, dass wir die richtigen Themen diskutiert haben. Und wir werden bis Ende Dezember 67% aller Führungskräfte geschult haben. Das heißt, wir haben auch da in Sachen Bergführer eine breite Basis für zukünftige Expeditionen geschaffen. Und das allerwichtigste Ziel, das wir natürlich vor Augen haben, ist, wie wird das Ganze auch wahrgenommen in der Belegschaft? Und da haben wir innerhalb von dem ersten Quartal, in dem wir daran gearbeitet haben, in dieser Working Group, schon die Verbesserung auf 78%. Also ihr habt es gesehen, vorher waren wir nicht mal bei 50%. Mittlerweile sagen fast 80%, wir besprechen Fehler
und Misserfolge ganz, ganz offen und verstecken die nicht in der Organisation. Was für uns wirklich ein toller Zwischenerfolg ist, der motiviert und der uns jetzt natürlich vor allem für neue Maßnahmen auch den Rücken stärkt. Und deswegen bleibt bei mir jetzt am Ende nur noch die Frage an euch zu stellen, wandert ihr noch oder klettert ihr schon? Danke. Vielen Dank an euch beide. Es ist komisch, wenn man nichts hört, ne? Stille und Ruhe. Vielen Dank an die tollen Einblicke, an das Teilen von Gedanken und ja auch das ja, theoretische Fundament, was damit einhergeht. Für mich war es ein toller Mix. Ich habe euch gern zugehört und ja, habe auch wieder einiges gelernt. Wir sind mit der Zeit ein bisschen drüber. Ich würde gerne eine Frage, die wir hier im Slido haben, an euch noch adressieren. Und zwar zum Video. Was ist der Unterschied zwischen einem Influencer und einem Leader? Vielleicht könnt ihr dazu noch etwas sagen. Magst du? Ich überlege gerade, ich muss lachen, weil ich mir heute erst Gedanken darüber gemacht habe. Ja, aber antworte du erstmal, Thomas. Also ich finde, erstmal ist der Unterschied gar nicht so groß. Ganz, ganz viele Influencer, wenn man das mal, ich habe da jetzt sofort spontan so meine LinkedIn-Kontaktliste im Kopf gehabt. Und wer da so als Influencer bezeichnet wird, und davon würde ich einen ganz großen Teil auch als Leader bezeichnen. Also ich denke, die Schnittmenge, die beiden haben, ist extrem groß. Aus meiner Sicht ist dem Leader vielleicht noch voraus, dass der ein Stück weit ein strategischeres Ziel hat, was die Gesamtunternehmung betrifft. Wobei das bei einem Influencer durchaus auch der Fall sein kann, aber vielleicht in der Praxis nicht so häufig ist. Also ich würde mehr die Gemeinsamkeiten sehen, als was die beiden unterscheidet. Ist denn das Marketingphänomen Influencer gemeint oder das operative im Unternehmen Einfluss nehmen versus Leadership? Das wären für mich zwei verschiedene Dinge. Total. Also mein Gedanke war jetzt so an die LinkedIn- oder Instagram-Influencer und ich glaube, auch das hat mit jemandem, der eine einflussnehmende Rolle in der Organisation hat, einiges gleich, was die Tätigkeiten betrifft und auch so ein Stück weit die Haltung. Für mich ist aber jemand, der einen Einfluss in die Organisation hat, schon sehr nah an jemandem, der eine Führungskraft oder ein Leader ist in der Organisation. Der Unterschied aber hier zwischen dem Influencer und dem Leader ist für mich eine Verbindlichkeit. Da ist eine andere Verbindlichkeit dahinter. Wenn ich wirklich eine disziplinarische Verantwortung habe, die ich so interpretiere, dass ich dafür da bin, andere weiterzubringen. So, es geht gar nicht um mich, sondern es geht nur um die anderen. So. Und das ist eine andere Verbindlichkeit, die dahinter steht, aus meiner Perspektive. Okay, dann sage ich nochmal dickes Dankeschön.